jetzt hier im Zoologischen Garten der Stadt Frankfurt am Main, der vor einer großen Veränderung steht, vor einem großen Umbruch, was die Modernisierung, was den Tier- und Artenschutz betrifft. Und wir sind hier heute mal, um verschiedene Dinge aufzuzeigen, wie es ist, wie es war und wie es sein wird. Das werden wir nachher schön mit ein paar Bildchen verbinden. Wir stehen hier zum Beispiel vor der Max-Schmidt-Anlage, 1949 errichtet. Und hier beginnt dann in Zukunft das große Afrika-Gelände. Die Tiere werden in Zukunft nicht mehr in Käfigen oder in Gattern gehalten, sondern sie werden frei rumlaufen. Man kann also eine große, große Freifläche hier mit einer großen Afrika-Halle finden, wo alle Tiere rumfliegen, die Vögel und fliegen rum und die Tiere laufen. Also alles, wie es in der Natur, in der Wirklichkeit auch ist, das ist besonderer Artenschutz heutzutage. Und wir stehen da voll dahinter und freuen uns, wenn es soweit ist. Das Giraffenhaus, erbaut 1953. Hier haben wir ein Prachtexemplar. Die haben auch alle Namen. Ich weiß zwar jetzt nicht, wie es sie oder er sie heißt. Und juhu, schaut uns auch ganz interessiert zu. Hier wird dann später der Bereich des Afrika-Geländes enden. Das heißt, wir haben schon dieses Riesengelände jetzt vom Zoogesellschaftshaus bekommen, über die gesamten Anlagen bis hier rüber, was dann später das große Afrika-Gelände werden wird. Ja, wir stehen hier vor dem Kamelhaus, erbaut 1953. Und hier hinter uns sind zwei, die machen da gerade, wir wissen nicht, was sie machen, aber ich glaube, sie haben es lieb. Und das, hi, grüß dich. Und das ist ein Trampeltier. Das wusste ich auch nicht. Statt immer Kamel ist Kamel. Aber da gibt es Unterscheidungen. Trampeltier, Dromedar. Und selbst meine Lieblings-Alpakas gehören zu den Kamelen. Und wie gesagt, wir sind immer noch in dem Bereich, der später mal zum Afrika-Haus gehören wird, wo wir dann auch unsere zwei Schnuggels dann wieder sehen werden. Irgendwann, wenn es keiner mitkriegt, nehme ich einen mit nach Hause. Ja, wir sind jetzt hier im Bereich, der später Amazonien heißen wird, wo heute die Vogelhallen stehen und die Gedenkstätte, kann man fast sagen, für Bernhard Schimek. Hier ist er. Ohne Bernhard Schimek hätte es ja das Zoo-Gelände überhaupt nicht so gegeben, wie wir es heute kennen. Er hat nach dem Krieg dann auch sehr viel gemacht und ich hatte die große Ehre, ihn noch persönlich kennenzulernen. Und wie gesagt, wir freuen uns, wenn diese ganzen neuen Aktionen hier im Zoo stattfinden. Europa-Gelände, das Afrika-Gelände, das Amazonien-Gelände. Und das Ganze verdanken wir unter anderem dem neuen Zoodirektor Herr Kasaris und natürlich einem Kulturdezernat mit Ina Harvey, die dahinter stehen. Und das Ganze zusammen mit dem Conservation Center, was hier direkt auf dieser Seite von uns dann später erbaut wird und dem Zoo Frankfurt eine neue Zukunft bescheren wird. Ja, das Nashorn und das Nilpferdhaus, erbaut 1873, wird auch später dann wahrscheinlich in den Afrika-Bereich integriert. Und Sie haben ja gesehen, Nashorn und Nilpferd, zwei ganz einsame Tierchen. Und wir hoffen ja, dass sie dann auch ein bisschen Geselligkeit später bekommen und dass dann noch ein paar mehr dann hier durch diesen Bereich herumlaufen werden. Was auch neu hinzukommt, ist der Bereich der Urzeit. Sie sehen hinter uns eine Kiste, in der werden die Raptoren dann später angeliefert. Ja, das Zoogesellschaftshaus, altehrwürdiger Bau und große Feste, die hier gefeiert wurden, steht auch kurz vor der Sanierung, muss auch ganz, ganz dringend saniert werden und wird in Zukunft das Kinder- und Jugendtheater der Stadt Frankfurt bekommen. Alles natürlich unter einer tollen, tollen Führung unter Ina Hartwig und dem Kulturdezernat. Ja, und wir wollen hoffen, dass Zukunft 2030 hoffentlich nicht so lange dauert.